Ich hatte meinen allerersten Kontakt mit Alkohol. Lass mich lügen. Was mit 14? Mit 13? Ja, als wir angefangen haben zu rauchen. 9. Also ich habe das erste Mal an einer Zigarette gezogen, gell? Und ich kann nur jeden empfehlen. Macht's nicht. Es ist einfach so. Macht's nicht. Es ist eine scheiß Angewohnheit. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Es ist einfach nur eine scheiß Angewohnheit. So. Auf jeden Fall, das erste Mal habe ich geraucht mit 16. Also, ne, mit 16 habe ich angefangen zu rauchen, ja genau. Mit 16. Also ich war da ziemlich spät. Ich habe echt immer gedacht, na gut, du rauchst mal nie. Aber scheiße, ey, wenn die da alle dastehen und rauchen und die Weiber dann auch dastehen und rauchen und so und du willst irgendwie auch mit cool sein, ah, es ist so zum Kotzen, ey. Diese ganze Klischee-Scheiße, heutzutage, es ist einfach furchtbar. Aber naja, was will man machen? Ja, aber Alkohol, was haben wir eigentlich für Alkohol getrunken? Ich weiß gar nicht. Gab es bei uns schon diese Alkopops? Ja, warst. Später. Ja. Ratsbrote haben wir getrunken. Ach, hör auf mit Zaubern. Doch, Büchsenstechen haben wir immer gemacht. Ach, das war ja ekelhaft. Das war ja unterstes Niveau. Ja, haben wir aber trotzdem gemacht. Du vielleicht. Ja. Ich war auch nicht der Biertrinker. Das kann der David bestätigen, würde ich sagen. Ja. Also Bier... Ich musste dich erst dazu zwingen. Also mit Bier konntest du mich jagen. Ich bin auch heute nicht der Biertrinker, also... Ja, und heute trinkst du mehr als ich. Heute... Also wenn ich mal was trinke. Das stimmt, ja. Naja, du bist nach zwei Bieren blitzeblau. Ja, weil ich es nicht mehr vertrag. Ja. Dafür habe ich dann eine Flasche Beam. Schön, schönes Vorbild. Applaus für David an dieser Stelle. Sag ich doch. Nee, also. Kann mal gewürdigt werden. Nee, also Bier muss ich sagen. Ach, naja, wann trinkt man mal ein Bier? Wenn man mal, wie freitags, wenn man beim Vereinsabend ist, ey. Wenn ich da mal zwei Bier trinke, boah, da ist das aber auch viel. In der Regel trinke ich gar keins und wenn dann mal eins oder so. Keine Ahnung. Und wenn ich mal etwas mehr Durst habe, da trinke ich auch mal 4-5 Bier. Naja, gut, aber das ist jetzt auch nicht so. Ich kenne da welche. Oder es soll ja Leute geben, die saufen ja einen halben Kasten. Okay. Ja. Ja. Nee, aber das mit diesem Alkopops, das war da bei uns noch gar nicht so aktuell, gell? Wir sind da eigentlich gar nicht so. Das war ja mal eine Zeit lang richtig schlimm gewesen. Kam ja auch viele Nachrichten und so, gerade mit den jungen Mädels und so. War ja alles nicht von der Eichel zu weisen. Damals. Naja, ist ja so. Weil. Ja, das Problem ist bei diesem scheiß Alkopops, man merkt den Alkohol nicht, man schmeckt den nicht und man merkt den auch erstmal nicht. Und das sind ja auch solche ganz Verschlucker, also so 0,33er Flaschen. Und wie schnell hat man da mal 5-6 Stück getrunken? Ja. Und dann auf einmal kommt das böse Erwachen, ne? Dann leiert es einen auf einmal aus der Hüfte. Es ist ja so. Weizen, scheiß auf Weizen, Mann, wir brauchen Raps. So, es wird schon wieder dunkel, das ist 18 Uhr schon, meine Güte, was haben wir hier für eine Jahreszeit? Wenn es 18 Uhr dunkel wird, ist das schon tiefster Herbst, oder? Oh. Ja, aber... Das kommt tief. Das ist krass. Naja, aber wie gesagt, also mit den Alkopops, das war bei uns noch nicht so. Wir haben uns eine Bulle Schnaps geholt. Genau. Nee. Aber es ist zur Zeit, ist es ja mit den Alkopops, hört man auch relativ wenig, gell? Ja. Aber zur Zeit ist wieder was richtig in, ist dieses absolute Koma-Saufen, gell? Echt? So, ja, ja. So, ich knall mal eine Bulle Wodka weg und so, und solche Späße. Es ist ja, es gibt ja welche, ich habe das schon im Fernsehen gesehen, Jugendliche, da greife ich mir an den Kopf, das verstehe ich nicht. Die trinken ja nicht kultiviert, gell? Es gibt ja kultiviertes Trinken und es gibt ja sinnlos Besaufen. Und die Jugend neigt ja generell dazu, sich sinnlos zu besaufen. Gell? Wir zum Beispiel in unserem gesetzten Alter, mit fast 30, wir trinken ja kultiviert. Meistens. Ja, wir trinken schon mal aus einem Glas. Meistens. Na, willst du mich verarschen? Hast du dein Beam schon mal aus der Flasche getrunken? Meistens. Nee. Na also, wir trinken aus dem Glas. Ich zum Beispiel.
ich trinke mal ganz gerne mal einen Gin Tonic oder sowas. Ich trinke mal ganz gerne einen Havanna Club. Aber wenn ich einen Havanna Club trinke, dann möchte ich da auch Limette drin haben. Und solche Späße. So, das ist für mich kultiviertes Trinken. Da sitzt man ein paar Stündchen, da unterhält man sich, da ist lustig, da ist Spaß, da ist alles angesagt. Und dabei trinkt man eben was. So. Aber die Jugendlichen heutzutage, also um jetzt mal nicht alle über einen Kamm zu scheren, aber die Verrückten, sage ich mal, die treffen sich. Da hat jeder eine Bulle Schnaps einstecken. Dann wird die Bulle Schnaps angesetzt und wird erstmal halb ausgetrunken. Und eine halbe Stunde später kotzen sich alle voll. Aber was ja den meisten Saufpartys auch keinen Abbruch tut. Nee. Und da sage ich mir, also das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Also solche Späße gab es bei uns nicht. Nee. Ohne jetzt mal hier früher war alles besser Gelaber anzufangen, weil da sind wir selber zu jung. Aber also das gab's bei uns nicht. Dass du hier eine Bulle Schnaps da oder eine Bulle Wodka oder keine Ahnung da angesetzt hast, dann hast du erstmal die viertelste Bulle rein. Ich glaube, da wäre ich ins Koma gefallen. Das ist wohl wahr. Das hätten wir uns gar nicht getraut. Ich hätte da viel zu viel Angst gehabt, dann heimzugehen. Nichts mehr hinzukriegen, weißt du? Ja. So vor den Eltern zu stehen. Rotzetüten voll. Kriegst nichts mehr gebacken und stell mir vor, was. Ja. Hast du auch die Nachricht? Nachricht? Kreditlaufzeit überzogen, bitte zurückzahlen. What? Ja. Hab ich gerade. Scheiße, hier kam gerade was, ich hab's nicht gelesen. Hm. Welchen Kredit? Habt ihr eine Unterschrift? Ja, ich wollte gerade sagen, ey, zeig erstmal die Unterschrift, du Opfer. So, na warte mal, ich habe jetzt auf jeden Fall Stroh. Hups, Zaun. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier erstmal Stroh. So, was mache ich jetzt damit? Ich denke, die holen das hier fleißig von unserem Konto dann runter. Ja, ich habe jetzt auch nur noch 9,8 auf dem Konto. Ich habe aber eben auch nicht aufgepasst. Ich kann mir gerade eben nicht vorstellen. Warte mal, guck mal kurz in die Bank. Moment, Kredit 235.000, ne? Mhm. So. Kontostand 0, also bei mir zumindest. Ja, Kontostand Kreditlaufzeit 7 Tage. Oh. Überziehungszins 10% am Tag. Überziehungszeitraum 2 Tage, Kreditlinie 300.000, Kreditbetrag 100.000. Wie viel Kredit haben wir genommen? Kein Plan. Wir haben doch nur 100.000 genommen oder so. Kredit aktiv seit 7 Tagen. Kredit bearbeiten. Scheiße. Das kann ich zum Beispiel schon nicht machen. Ja, weil du bestimmt die Berechtigung nicht hast. Genauso sieht's aus. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich mal so langsam in die Puschen kommen. Ah, wir hätten die Zeit nicht schnell laufen lassen sollen. Naja, gut, ist egal. Dann müssen wir irgendwie so langsam mal Raps wegfahren. Ah, das ist ja auch scheiße, wenn uns dann gleich wieder 100. Naja, gut. Ich sag mal, der Kredit kostet uns ja nur unnötig Zinsen, ne? Ja. Aber ich find's mal schön, das ist mal ein Anfang. Wenn ich überlege, bei Two Rivers, da sind wir auf normal eingestiegen. Da sind wir auf leicht eingestiegen. Mhm. Gell? Da haben wir ja gedacht, gut, probieren wir die ganze Schote mal auf leicht. Und das weiß ich noch, da sind wir auf leicht eingestiegen. Und es war wirklich leicht. Die Preise waren der Hammer, ne? Gehst du weg? Gehst du weg? Nö. Du bist ein Depp. Mann, ich sammle hier Stroh ein. Ja, ich lau aus. Ja, als ob wir das jetzt nicht auch mal kurz zur Seite fahren können, ne? Nee. Nee, bei mir hätte dann noch Stroh da gelegen. Mann, Mann, Mann. Keine Kooperation mit dir. Nee, aber auf Two Rivers, ich fand das teilweise zu leicht. Also wir sind zu schnell hochgekommen, oder? Wir sind zu schnell reich geworden. Na, überleg mal nach 100 Parts, was wir hatten.
Wir haben 60 Geräte oder so gekauft bei 100 Parts und hatten noch fast 5 Mille auf dem Konto. Tja. Das war schon ganz schön, also, ne? Hier haben wir doch viel mehr Spielspaß. Hier fangen wir wirklich klein an. Hier müssen wir auch 100%. Hier müssen wir halt wirklich mal uns ein bisschen hocharbeiten. Mein Gott, ey. Da ist es wenigstens auch wieder etwas spannend. Auch wenn es manche als langweilig betiteln. Ich finde es eher spannend. Wenn man sich hier etwas hocharbeiten kann. Naja, mein Gott, wollen wir nicht gleich sagen, dass das langweilig ist. Langweilig ist, wenn wir jetzt hier 50 Parts machen, danach schon wieder 10 Mille auf dem Konto haben und hier eine Map nach der anderen durchprügeln. Das ist schwul. So, wie machen wir das jetzt mit dem Stroh? Onkel, jetzt regnet es. Ich flippe aus. Was haben wir denn hier? Sugar Beet und Potato. Offloading. Ne, da sind wir falsch. Stroh wird hier nicht angenommen. Vielleicht sollten wir uns einfach. Ich sollte mir vielleicht einfach mal eine Karte reinziehen. Was haben wir denn hier hinten? Was haben wir denn hier? Schöner verchromter Tank übrigens, der hier so steht. Ich weiß nicht. Können wir nochmal hier hinter gucken? Was haben wir denn hier? Ach, hier können wir Stroh abladen. Moment. Futterlager Entladestation. Groß. Gras, Stroh, Silage. Groß, Strah und Siloge. So, und was ist jetzt, wenn ich das hier ablade? Futterlager. Dann geht's ins Futterlager. So, und was haben wir hier? Ah, hier können wir wohl Ballen abladen, ja? Ach, hier ist ein Ballenverkauf. Ja, das ist ja interessant. Hier ist ein Ballenverkauf. So, und wenn ich das hier ablade... Ach so, dann geht das hier rein quasi. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Sag mal, jetzt muss ich aber mal trotzdem blöd fragen, wie viele Futterlager gibt es denn hier? Keine Ahnung. Eins drin, eins draußen oder was? Ich gehe mal kurz zur Map. Zur Map. Wir gucken einfach mal auf die Map. Wieso shiften das jetzt? Oder hagelt das sogar? Wo war die Map? Ach, hier. Hier ist die Map. Schauen wir doch mal. So, was haben wir denn hier? Das ist die ganze Karte. Ach, geht doch mal weg. Ah ja, so. Hofsilo Entladestation. Kornduschen. Unterstand. Ballenzerstörer. Ballenhalle. Saatgutdünger Entladestation. Futterlager. Futtertröge. Ach so, okay. Alles klar. Futtertröge. Ach hier, ach, Futterlager 2 im Stall. Ah ja. Futtertröge im Stall. Unterstand, Tanke, Gülle, Misthaufen. Ach, da hinten ist Mist. Okay, Wasser, Unterstände, John Deere. Dünger, Saatgut, Kartoffeln, Rüben. Ladefutterband, Kartoffeln, Rüben, Tanke, Unterstand. Entladestation, Futterlager. Also gibt es eins draußen, eins drin. Du? Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, da gibt es eins draußen und eins drin. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Laden wir es hier ab oder laden wir es draußen ab? Gras haben wir ja schon abgeladen an der einen Entladestation. Wir könnten bestimmt auch Stroh hier irgendwo verkaufen, denke ich mal. Ja, bestimmt. Große Nachfrage für Heu. Aha. In der Pferdezucht. So, jetzt muss ich ja mal gucken. Das hat Job auch noch nie. Was gibt's denn für Heu? Ui, für Heu gibt es da wegen 382. 624. Selbst Gras kannst du verkaufen.
Aber hier steht's gerade. Stroh, nix. Kein Preis. Gras, Heu, Häckselgut. Ja. Gras, Heu, Häckselgut. Können wir nicht ändern.